Hey Humaniacs, ich begrüße euch zu Extreme Rules. Wir sind beim Höhepunkt dieses ersten Monats WWE 2K15 Universe angekommen und uns erwartet eine prall gefüllte Karte. Unter anderem haben wir die Lucha Dragons versus die Masters of the Universe, Cesaro und Tyson Kidd. Wir haben den WWE Tag Team Championship mit den Usos gegen Star und Goldust. Und das ist tatsächlich ein Fehler, dass die Usos hier Champion sind, denn ursprünglich hatte ich es wie in der echten WWE eingestellt, dass die Masters of the Universe die Champions sind. Also, ja, hier hat sich wohl ein kleiner Fehler eingeschlichen. Gut, dann haben wir The New Day versus die Primetime Players. Millions of Dollars, Millions of Dollars. Dann haben wir Roman Reigns versus Kane. Also hier quasi Roman Reigns versucht seine Fehde mit der Authority irgendwie zu regeln. Wir haben das Match zwischen Dolph Ziggler und Daniel Bryan, was kurioserweise kein Intercontinental Championship Match ist. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber ja, scheinbar steht der Titel nicht auf dem Spiel. Dann haben wir ein Triple Threat Match zwischen Randy Orton, John Cena und Brock Lesnar und das finde ich ganz interessant, denn das könnte so ein bisschen vielleicht den nächsten Herausforderer bestimmen, auch wenn ich Cena um jeden Preis da raushalten möchte. Und wir haben den WWE Championship, Dean Ambrose vs. Seth Rollins, was wir auf jeden Fall heute spielen werden oder das werden wir simulieren. Und ja, dann würde ich sagen, wir fangen mal an. Also wir werden, ich hatte ja schon gesagt, die wichtigen Matches werden wir spielen und die wichtigen Matches sind dieses Match und dieses Match. Ich werde aber wahrscheinlich auch das Triple Threat uns heute zeigen oder vielleicht aufgeteilt auf zwei Folgen, mal gucken. Und den Rest werden wir jetzt einfach mal simulieren. Also wir fangen mal hier an. Das heißt, die Lucha Dragons verlieren gegen die Masters of the Universe, oder the Masters of the WWE Universe. Der Tag Team Championship wechselt zu Star und Goldust und Tag Teams werden wir uns vielleicht im nächsten Mod mal ein bisschen genauer anschauen. Dann The New Day gegen die Primetime Player, da gewinnen die Millions of Dollars Primetime Player. Roman Reigns verliert gegen Kane, das ist überraschend. Und ja, dann springen wir jetzt ins erste Match rein, Daniel Bryan versus Dolph Ziggler. Ja, erstaunlicherweise stehen die Fans tatsächlich noch auf der Seite von Dolph Ziggler, obwohl dieser ja den Publikumsliebling schlechthin Daniel Bryan jetzt mehrfach attackiert hat, also zwei Wochen in Folge und ich glaube, in unseren Gedanken müssen wir uns fast vorstellen, dass es ein WWE Intercontinental Championship Match wäre, auch wenn es das ja leider nicht ist, was ich ein bisschen schade finde und auch das Gimmick des Pay-Per-Views, das heißt Extreme Rules, scheint hier kaum zur Geltung zu kommen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das ist ja auch ein bisschen merkwürdig. Ich hätte natürlich selber was anpassen können. Wir werden uns auch in den nächsten Wochen mal mehr Gimmick-Matches anschauen im nächsten Monat. Und wenn ich da vielleicht mal ein, zwei selbst programmieren muss, weil ich glaube, es gibt sehr lustige Gimmick-Matches, die man machen könnte. Ja, los geht's. Und da es kein Championship-Match ist, würde ich sagen, wir geben an der Stelle einfach mal Dolph Ziggler eine Chance. Das heißt, wir springen in dessen Haut und ja, gucken mal, was da so möglich ist. So, Dolph Ziggler gegen Daniel Bryan hat ja natürlich das Potenzial, echt ein absoluter Klassiker zu werden. Wir haben es in der ersten Woche schon mal mit den beiden gesehen. Ein ganz, ganz tolles Match, was die beiden gezeigt haben und das ist einfach ein Feuerwerk, wenn die bei einem Ring stehen und was da abgefeiert wird. Und wie gesagt, gerade der Champion, also ich sag mal so, Championship-Matches werde ich zukünftig vermutlich in der Regel eher simulieren, da ich einfach nicht zu sehr die Champions des Universe beeinflussen möchte. Auch wenn es natürlich auch Quatsch ist, aber hier wird schön durchspringen, wenn Daniel Bryan steht. Ja, geht nicht, schade. Schade, schade, schade. Oh, aber Daniel Bryan springt rein. Nee, komm mit raus, Kollege. Oh, wobei, geh erstmal in die Ecke. Wir gehen gleich nochmal raus. Wenn schon Extreme Rules nicht auf der Map steht, dann versuchen wir halt so ein bisschen Extreme Rules in dieses Match reinzubringen. Das funktioniert auch an der Stelle. Wir hätten natürlich hier flüchten können, dann wären wir schon draußen. Aber jetzt harte Ellbogenattacke gegen die Schulter von Dolph Ziggler. Daniel Bryan setzt nach. So, gehen wir mal raus. Räumen wir hier ein bisschen auf. Haben wir das schon mal gemacht mit wir haben ja schon F5 durch den Kommentatorentisch gesehen, als John Cena gegen Dean Ambrose angetreten ist. Auch ganz großartige Aktion. Aber ich glaube, ich brauche einen Oh-My-God-Finisher, um da durchzugehen. Ich weiß gar nicht, ob das sonst vorher geht. Früher ging das immer. Wir können mal unser Glück versuchen. Wenn man uns denn lässt. Ah, nee, man richtet auf. Vielleicht falsche Taste. Wir versuchen mal ein bisschen.
Wir versuchen mal ein bisschen. Wir haben ja Zeit. Oh, da wollte Daniel Bryan losrennen. Aber wird überhaupt gezählt? Ich höre nicht zählen. Ist es vielleicht doch ein Extreme Rules Match? Einfach weil wir bei dem Pay-Per-View sind? Also wird auf jeden Fall nicht gezählt. Wie sieht es denn jetzt aus, wenn ich hier mal so eine Waffe raushol? Eine Waffel. Oh, es wird doch gezählt. Vielleicht wird doch gezählt. Oh, oh, aber das ist ein guter Moment. Das wäre jetzt ein guter Moment, um eine Waffel rauszuholen. Schade, aber da ist der Ringrichter schon auf dem Bein. Früher konnte man die Ringrichter ja echt sehr gezielt angreifen, aber seit die WWE irgendwie so eine No-Bullshit-Toleranz-Grenze hat, geht das auch nicht mehr, seitdem man zu PG geworden ist. Das war früher immer so lustig. Ringrichter anvisieren, ausnocken. Gerade in den ersten Spielen. Ich hatte das schon mal so ansatzweise erwähnt, oder ich war dabei, es zu erwähnen, als irgendwas in einem Match passiert ist. Ich habe ja jahrelang als Hauptverantwortlicher WrestlingGames.de geleitet. Oh, schöner DT hier. Und da war man, das war schon so eine Zeit, wo ich sehr großer Wrestling-Fan oder auch Wrestling-Spiele-Fan war. Ich meine, wenn man so eine Seite leitet, dann versteht sie das, glaube ich, von selbst. Und teilweise habe ich echt die alten Smackdown-Spiele ein ganzes Jahr durchgespielt. Also das, was heute viele mit ihren Destiny machen, weil sie so angefixt sind. Das ging mir zum Beispiel mit Here Comes the Pain so, wo der Karrieremodus so gut war. So ein bisschen, fast ein bisschen wie heute hier das Universe, wo Zwischensequenzen triggern. Das war so gut. Und das habe ich echt ein komplettes Jahr damals auf der PS2 durchgespielt. Auch wenn, glaube ich, No Mercy war immer noch mein... Also No Mercy wird in meinem Herzen nie ein anderes Wrestling-Spiel toppen können. Ich liebe No Mercy selbst heute. Danach dann Fire Pro Wrestling und dann irgendwo kommt dann tatsächlich kommen die WWE-Spiele und dann hier kommt The Pain vermutlich als erstes. Hier Styling and Profiling möchte man fast sagen. Ric Flair wäre stolz, wenn der sich wahrscheinlich immer noch so ein bisschen im Grab umdreht, dass er damals The Miz die Möglichkeit gegeben hat für seinen Figure 4 Leglock. Und ich Dolph Ziggler, was viel besser gepasst hätte. Oh, Zigzag hier! Zigzag hier! War's das? War's das? Ist der Champion geschlagen? Das war's. Dolph Ziggler gewinnt gegen Daniel Bryan und ja, gewinnt nicht mehr als einen feuchten Händeschlag an der Stelle, denn oh, schöner Zigzag hier. Ja, absolute Dominanz an der Stelle von Daniel Bryan, von Dolph Ziggler in diesem Match. Und dann ein Zigzag gereicht. Wer weiß, was heute mit Daniel Bryan los war, was man dem im Kaffee geschüttet hat oder ob es einfach daran liegt, dass er in den letzten Wochen so hart einstecken musste von Ziggler. Tja, schöner Sieg von Dolph Ziggler, auch wenn er nicht den Gürtel gewinnt. Aber ja, was nicht ist, kann ja noch werden. So, aus Spaß an der Freude bin ich jetzt mal in die Rolle von Brock Lesnar gesprungen, weil dieses Match möchte ich schon selbst spielen, nachdem wir... oh, hier, Double-Team-Aktion. Die zwei ungleichen Feinde mit einer Double-Team-Aktion gegen Randy Orton. Überraschend. Und ich glaube, ein Extreme Rules-Match hat tatsächlich keine Regeln. Das heißt, wir könnten Lesnar mal ein bisschen Lesnar sein lassen. Das heißt, hier so ein bisschen den Baseball-Bat rausholen. Und mal gucken, was man damit an Schaden anstellen kann. Schauen wir mal so ein bisschen. Oh, wenn es geklappt hätte. Ja, ich finde, wir müssen dem Motto des Pay-Per-Views zumindest ein bisschen gerecht werden hier. Und ich muss gleich mal den Player-Indikator anmachen, dass ich auch wirklich sehe, wen ich hier anvisiere. Ich glaube, das ging irgendwo in Einstellungen. Ja, wenn man einen Gegner anvisieren kann, scheine ich gerade die Option nicht zu finden. Dafür sei das schon mal gesagt. Ja, aber wir geben jetzt hier mal so ein bisschen John Cena erstmal auf den Nacken und Randy Orton scheint das auch nicht zu stören. Ist in unserem Universe, ich muss ja echt gerade mal nachdenken, ich glaube, müsste schon als Face eingestellt sein. Ich hoffe es fast. Ja, und Brock Lesnar macht erstmal damit besser weiter, was er am besten kann. Nächste Waffe. Oh, hier schöne... damit Randy Orton sich auch schön wieder an die Authority erinnert, werden wir mal hier den Sledgehammer rausholen. Oh, Konter! Ja, natürlich. Er hat Rücken im Auge. Er ist eigentlich Matt Murdock. Er ist der Daredevil. Ultrasonar scheinbar, der Lesnar. Ja,
und kriegt dir gerade ziemlich auf den Sack. Das war natürlich nicht ganz so geplant. Eigentlich dachte ich ja, dass Lesnar hier reinkommt, aufräumt, Suplex City Baby und nach Hause fährt. Mit vermutlich dem Hunger auf den Number One Contender. Ich meine, es ist offiziell kein Herausforderer-Match. Das müssen wir an der Stelle ganz klar sagen. Aber ich denke schon, dass die KI das gebucht hat, um genau darauf einzugehen. Wir nehmen uns nochmal einen Hammer. Kleinen Hammer. If I had a hammer. A hammer in the morning. Oh, John Cena nimmt sich den Hammer. John Cena, oh, ich wollte gerade sagen, John Cena ist viel zu rein, um den Hammer zu nutzen. Aber jetzt Suplex, Baby. Suplex City, Bitch! Ich sage ja, Lesnar, das haben wir ja übrigens bei dem, was war das? Der letzte Pay-Per-View, die heißen ja alle anders. Früher war es Elimination Chamber, der Pay-Per-View. No Limit, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall der letzte Pay-Per-View vor, also als Rollins versus Cena versus Lesnar. War es das? Ich glaube, das war das Match, wo Lesnar halt die ganze Zeit draußen gelegen hat, dann reinkam und harte Aktion hier. Und einfach nur zerstört hat. Das Problem bei diesem Auto-Targeting ist natürlich so ein bisschen, dass es nicht ganz so einfach ist. Aber ich glaube, das ist jetzt hier. Oh, da ist diese Triple Powerbomb, die eigentlich, glaube ich, ins Moveset von Chris Jericho gehört. Die sich aber scheinbar gerade. Hallo, Cena? Ich wollte gerade sagen. So haben wir aber nicht gepokert, Kollege. Harte Aktion jetzt hier. Jetzt warten wir mal, was John Cena tut. Und dann werden wir das ausnutzen. Oh, das ist jetzt mit der Steuerung. Wir werden das ausnutzen. Jetzt verpassen wir John Cena nämlich in F5. Und beenden die Sache hier mal. Vielleicht. Wenn wir rechtzeitig auf die Beine kommen. Verpinnen jetzt einfach mal Randy Orton, aber das ist ein Rope Break. Schade. Warte, wir können es mal versuchen, ob wir John Cena gepinnt kriegen. Schade. Da wird unterbrochen. So einfach machen wir es uns dann selber doch nicht. Wir sind selber unser größter Feind hier in diesem Match, glaube ich. Da ist immer jemand da, der natürlich unterbricht. So ein bisschen hier Ausdauer sammeln. So. Oh, F5. What? Ich wollte gerade sagen, wenn ich da jetzt nicht rausgekommen wäre, dann wäre aber hier Holland in Not. Aber wisst ihr was? Oh, John Cena rappelt sich jetzt auf. Kriegt aber einen Suplex ab. Kriegt einen Suplex ab, Bitch. Und ich merke gerade auch, ich habe auch einen F5 in der Hinterhand. Muss den jetzt nur irgendwie abwehren. Das ist alles eine Timing-Sache. Das ist alles eine Timing-Sache in diesem Match. Man muss jetzt wirklich abwarten, dass... da klaut John Cena... wartet ab. Alter, was für ein Double-Team, was für ein unbewusstes Double-Team hier von den beiden. Ob das mal so geplant war. Ja, John Cena geht jetzt aufs oberste Ringseil. Ja, und springt ins Leere natürlich, weil er auch blind ist. Ja, willkommen zur großartigen KI von WWE 2K15. Ja, und Randy Orton, glaube ich, hier der Einzige, der noch keinen Finisher gezeigt hat. Oh, aber jetzt John Cena, was macht der? Okay, nochmal der Hip-Toss, den wir ja im letzten Match gegen den Ambrose mehrfach erlebt haben. Gegen Seth Rollins war das. Ne, gegen Big Show. Jetzt haben wir fast alle durch, da bleibt nicht mehr viel übrig. Gegen Big Show war es ja. Es war ja ursprünglich gegen Seth Rollins, aber der hat sich ja aus Affäre gezogen. So, weiterer Suplex. Ja, Randy, vergiss es. Vergiss es mal ganz schnell, Buddy. Komm auf die Beine, ich hab da was für dich. Es geht hier nämlich, ist nämlich F5-Zeit. Ich hoffe nur, John Cena versucht jetzt. Cena versucht sich wieder den Pin zu klauen, der Sack. Alter, was ist er denn für ein Sack? Bastard, ey, Bastard. Geh mal raus. Geh mal raus, Kollege. Ich versuche jetzt hier mal einen Pin. Der hat gerade einen F5 eingesteckt. Der müsste sich pinnen lassen. Los. Oh, da kommt er raus. Da kommt er raus. Ja, und dann friert die Steuerung kurioserweise ein. Ich weiß nicht, woran das liegt. Dann laufe ich plötzlich ganz komisch. Oh.
Jetzt wird's hier kriminell. Jetzt wird's nämlich wirklich kriminell. Weil ich denke, irgendwann wird Randy Orton noch mal so weit sein, dass er hier wirklich sein ein AKO zeigen kann. Oh, kriege ich im Pinbreak noch hin? Boah, in letzter Sekunde. In letzter Sekunde. Boah, was für ein Fallaway-Slam. Was für ein Fallaway-Slam gegen Orton. Ey, der fliegt ja durch einen halben Ring. Das ist doch nicht mehr gesund. Und Coverversuch von Cena. Ja, Lesnar, der stört sich da gar nicht dran. Der kickt bei 1 aus und denkt sich, scheiß auf den Rest, ey. So, erstmal ein bisschen hier Luft holen. Oh, oh, da hat Cena gekontert. Jetzt seinerseits wieder den Hip-Toss. Ja, vielleicht muss ich mir gleich nochmal ein bisschen Schützenhilfe holen in Form einer Waffe. Aber ich glaube, das ist natürlich jetzt so eine kritische Phase. Wenn man hier aus dem Ring geht, dann könnte man schon fast die Zeit verpassen, wo es kritisch wird. Ich sag's ja, aber wir haben auf jeden Fall einen Finisher. Wir haben Signature-Move, glaube ich. Ne, wir haben Finisher. Oh, oh, da unterbricht Randy Orton. Holy shit, unterbricht den F5 hier. Er ist mir natürlich auch nicht so rechts. Oh, jetzt John Cena, natürlich. Versucht einfach mal hier zu pinnen und Randy Orton steht daneben und denkt sich, ach, ich warte mal bis 2 ab, was soll's. Was soll's. So, es wäre echt schön, wenn Randy Orton jetzt hier mal so ein... Oh, AKO, AKO aus dem Nichts. AKO ist, oh, der Balken ist klein. Holy shit, Randy Orton nach einem AKO gewinnt das Match gegen Brock Lesnar. Holy shit. Holy shit, Freunde. Mehr kann ich dazu echt nicht sagen. Wow, was für eine Aktion, ey. Das war ja mal mega. Also ich meine, wow. Anders kann ich das echt nicht sagen. Das war wirklich mega, was wir jetzt gerade hier erlebt haben. Richtig Hammer. Wir sehen hier nochmal so, da ist der AKO. Aus dem Nichts kommt der raus. Und deswegen ist der Move natürlich auch so gefährlich, weil Randy Orton trifft ihn aus jeder Position. Wir haben es WrestleMania gesehen gegen Rollins. Orton kann eigentlich niemand aufhalten mit diesem AKO. Eigentlich fast der geilste Finisher überhaupt in der WWE. Wow, Hammer. Ja, und das heißt, weiter geht's mit dem WWE World Heavyweight Championship Match. Willkommen zum WWE World Heavyweight Championship Match bei Extreme Rules, Freunde. Es wird ein ganz spannendes Match und zwar heißt es Seth Rollins, der Herausforderer, der fast Brock Lesnar geschlagen hat, der John Cena besiegt hat, der eigentlich jedes Hindernis, was ihm irgendwie in den Weg geräumt wurde, beseitigt hat. Der tritt heute gegen Seth Rollins an und das wird spannend hoch 10, denn diese beiden Männer können sich nicht leiden. Ehemalige Shield-Mitglieder, die sich eigentlich mittlerweile nur noch Spinnefeind sind und sich seit Monaten bekriegen, seitdem der Shield zerbrochen ist. Und es wird interessant zu sehen sein, was heute hier passiert. Kriegt Dean Ambrose endlich seine Rache, die er seit dem Zerfall, seit dem Verrat von Seth Rollins bekommen möchte? Kriegt er die heute? Und geht mit dem WWE World Heavyweight Championship nach Hause? Oder wird sich der aktuelle WWE-Champion durchsetzen, Seth Rollins, der bei WrestleMania sein Money in the Bank-Koffer genutzt hat, den Cash-In, um Brock Lesnar zu besiegen. Auch wenn er Lesnar nicht wirklich besiegt hat, er hat ja Roman Reigns gepinnt und ich glaube, jetzt einen Monat nach WrestleMania kann man das auch sagen, da ist es kein Geheimnis mehr. Es wird ein ganz spannendes Match, gerade mit diesen beiden und ich bin gespannt, was hier heute passiert. Der Titel steht auf dem Spiel, wird hier nochmal der Menge und beiden Kontrahenten präsentiert und ja, dieses Gold wollen beide haben. Seth Rollins und die Authority wollen natürlich den höchsten Titel halten, während Dean Ambrose, der Lunatic Fringe, genau das Gegenteil möchte. Er möchte das Chaos, er möchte den Titel und möchte die WWE aufräumen und
Wir werden uns anschauen, was in diesem Match passiert, denn wir werden es simulieren, wir werden es nicht selbst spielen. Ich finde gerade bei so einem wichtigen Match, das eigentlich über den nächsten Mord in unserem Universe entscheidet, da sollte man nicht selber bestimmen, sondern eigentlich bestimmen lassen. Und ich habe es ja schon mal erwähnt, das werde ich zukünftig vermutlich meistens bei den Titeln machen, außer irgendjemand ist Champion, den man so gar nicht leiden kann. Also sollte John Cena irgendwann mal den WWE Championship erringen, dann wird das, glaube ich, bedeuten, dass wir alles unser Machtstehende dagegen setzen. Aber ja, ich kann ja schon mal so ein bisschen anteasern, was ich im nächsten Monat, also nächsten virtuellen Monat vorhabe. Und zwar haben einige von euch gesagt, sie möchten gerne mehr NXT sehen. Ich bin mir jetzt noch nicht sicher, ob ich NXT wirklich als Extra-Show einführen möchte oder ob wir nicht einfach ein paar NXT-Stars ins Raw-Kader berufen. Ich bin da momentan noch so ein bisschen unentschlossen, hör mir gerne eure Meinung dazu an, aber ich denke gerade jemand wie Sami Zayn, wie Kevin Owens, das wäre ganz spaßig, die schon hier zu sehen und auch vielleicht in einer schönen Fehde. Könnte ganz cool werden, denke ich. Ansonsten, wie gesagt, nächsten Monat, es wird natürlich nochmal weitergehen, es wird neue Fäden geben, die erneut von der KI erstellt werden. Wir werden den nächsten Monat auf jeden Fall noch spielen. Ich weiß nicht, ob ich sie jeden Tag schaffen werde. Es kann sein, dass wir die Frequenz ein bisschen ändern, denn MLB läuft momentan jeden Tag und ich muss bei der WWE gucken, ob ich es... Also es erscheinen halt, wenn Spiele erscheinen, will ich denen natürlich immer ein Spotlight geben, aber drei Videos pro Tag sind da ein bisschen zu viel, wenn MLB, WWE und Video X erscheint. Deshalb kann es hier und da mal sein, dass die WWE vielleicht mal hier und da einen Tag aussetzt. Aber wie gesagt, der nächste Monat ist auf jeden Fall garantiert. Und ich hoffe natürlich, ihr seid weiter mit Kommentaren dabei, mit Daumen nach oben, denn das hält so eine Reihe wirklich am Leben. Es ist eine ganz einfache Sache, so einen Daumen nach oben zu setzen, selbst wenn ihr solche Matches oder Videos auf dem Handy schaut, mal eben den Daumen nach oben zu drücken, ist fast das Kleinste, was ihr machen könnt. Und es zeigt mir aber, es sind Leute da, die das Zeug gucken, die Spaß dran haben. Ja, gut, konzentrieren wir uns ein bisschen auf das Match, wo hier die beiden... Oh, was passiert jetzt? Seth Rollins holt sich eine Waffe unterm Ring hervor? Ist das denn hier ein Match ohne Regeln? Also es ist ein Championship-Match, aber müsste das nicht zur Disqualifikation führen? Ja, Dean Ambrose holt sich hier den Stuhl und nutzt ihn jetzt selbst. Okay, es ist ein No-Disqualification-Match. Und Dean Ambrose lässt seine Wut an Seth Rollins aus. Ja, fein. Der Lunatic Fringe, wenn man eine Sache nicht tun sollte, ist diesem ja in die Ecke gedrängten Tier einen, eine Waffe in die Hand geben. Das ist ja verrückt fast. Ja, der Stuhl liegt nun aber in der Ecke, wird ignoriert. Und jetzt gibt es den Aufgabegriff. Da hat Seth Rollins, wenn wir uns erinnern, die erste Woche bei Raw schon einmal dran aufgegeben. Wird er hier aufgeben? Die Hand kreist wie verrückt. Okay, er gibt nicht auf. Seth Rollins kann sich noch über Wasser halten. Jetzt der Coverversuch von Dean Ambrose. Ja, Kickout by One. So einfach macht man es einem Dean Ambrose dann natürlich doch nicht. Auch wenn wir natürlich sagen müssen, Seth Rollins ist nun mal ein Opportunistic-Champion. Das heißt, jemand, der Situation auszunutzen weiß, der einfach weiß, wie er mit bestimmten Situationen umzugehen hat und meistens das Beste ausnutzt. Und ja, ich bin gespannt, ob der noch irgendwie einen Plan B hier in der Hinterhand hat, ob jemand von der Authority rauskommt, wie im Match gegen Cena, als Big Show für ihn eingetreten ist. Was werden wir hier sehen? Also, wird man ihn wirklich hier alleine lassen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Triple H das gefällt. Und wahrscheinlich holt Triple H sich dann selber den Titel. Das war ein schöner Konter von Seth Rollins, aber jetzt Whip-In in die Ecke. Harte Close-Line gegen den Rücken an der Stelle. Und wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, Dean Ambrose deutlich in der Überhand momentan. Die Frage ist, wie lange dauert es bis zu den Dirty Deeds? Wie lange dauert es, bis er sich hier den Pin holt? Und was für ein Karriereschritt das wäre, wenn Dean Ambrose sich heute den WWE Championship holt. Wow, also kann man sich gar nicht vorstellen. Das wäre vermutlich großartig für die WWE. Und ja, Randy Orton gegen Dean Ambrose könnte was haben. Genauso möchte ich tatsächlich auch sehen, wie Dean Ambrose vielleicht sein Rückmatch gegen Brock Lesnar kriegt, der ja auch noch ein offizielles Rückmatch hat. Dürfen wir auch nicht vergessen. Aber jetzt hier harte Tritte gegen Rollins, der echt einstecken muss. Ich glaube, so seine einzige Wahl ist hier wirklich noch irgendwo sich einen Stuhl zu schnappen, sich eine Waffe zu holen, Hilfe zu kriegen von der Authority. Dean Ambrose steht in der Ringecke, als würde er warten. Er lauert, der Lunatic Fringe, er wartet. Oh, hier. Ich wollte gerade sagen, das sah fast nach einem Einroller aus. Also beziehungsweise diesen Crucifix Holds, den wir schon mal gesehen haben. Und jetzt, oh, harter Aufgabegriff von
Seth Rollins wird den Ambrose ja aufgeben. Das wäre natürlich jetzt eine krasse Änderung. Ich habe schon gesagt, Seth Rollins, wenn er eine Chance sieht, nutzt er sie aus. Aber wenn wir eins von den Ambrose gelernt haben, dann, dass der auch nicht lange fackelt. Wenn Opening da ist, dann geht's rein. Jetzt hier, harte Powerbomb in die Ringecke. Das muss Veto. Jetzt der Coverversuch. Eins, zwei, Kickout bei zwei. Beide mehr erscheinen sich, aber es ist ein faires Match, abgesehen von dem Einsatz des Stuhls am Anfang. Oh, da geht's, der Backdrop auf, fast auf den Stuhl. Neuer Coverversuch. Ein Two-Count, weiterer Two-Count, viele Near-Falls hier. Das Konter von Dean Ambrose. Bereitet er, da sind die Dirty Deeds! Dirty Deeds gegen Seth Rollins! Ist das ein neuer WWE-Champion? Das Cover! Eins, zwei, drei, das gibt's nicht! Dean Ambrose schlägt Seth Rollins und holt sich hier den WWE-Championship! Holy shit! Wo war die Authority? Warum kam man Seth Rollins da nicht zu Hilfe? Das ist doch verrückt, ist das doch. Oh, Triple H wird not amused sein. Und ich bin gespannt, was das für Entwicklung mit sich bringt im nächsten Monat. Holy shit, und genießen wir diese Momente. Jetzt sehen wir nochmal diese harte Powerbomb in die Ringecke. Und dann, ich meine, es kam ja fast aus dem Nichts, diese Dirty Deeds. Unfassbar, dieser Konter, da sehen wir ihn nochmal. Auf den Kopf und dann geht er zu Boden, der Rollins, und er steht nicht mehr auf, während der Stuhl noch zerstört in der Ecke liegt. Wow, jetzt ist es Zeit für Dean Ambrose. Er kriegt den WWE Championship, sein erster WWE Einzel, nee, nicht Einzeltitel, aber zumindest WWE Championship Erfolg. Da zeigt erst die Eins, der erste Titelgewinn. Ja, war natürlich schon United States Champion, der gute Dean Ambrose. Also er hat schon Einzeltitel gewonnen, war Tag Team Champion, aber das hier ist der Karrierehöhepunkt für Dean Ambrose.